Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir betreten den Athena-Marktplatz. Und ihr seht schon, hier ist Rambazamba. Geht direkt schon wieder in die Action rein. Keine schöne Stelle, nicht nur für die armen Marktplatzinhaber, die hier natürlich wahrscheinlich nicht heil aus der Geschichte rauskommen werden, sondern auch für uns, weil hier einfach teilweise echt miese Gegnerkombinationen auf uns warten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Zyklopen. Die sehen wir, glaube ich, das erste Mal, die Jungs. Auch die scheinen, aua, den Bodenfinisher nicht so gut zu vertragen. Deswegen werde ich hierauf bauen. Wir sollten aber nicht zu nah dran. Nee. Ist gefährlich. Wenn die ausholen, da hat er mich leicht gestreift. Er hört aber auch nicht auf, ne? Ihr seht es gerade, wenn die einmal ausholen, da wächst kein Gras mehr. Komm, Herr Kollege. So, ein paar Orbs rausgeprügelt. Leben tut er aber immer noch. Ja, die Jungs halten viel aus. Das ist leider das Problem. Und vor allem auch hier wieder in Kombination mit anderen Gegnern kann das sehr, sehr nervig werden mit denen. So, gehen wir den Geist langsam mal auf. Nein, er sieht das anders. Er will immer noch. Da ist immer noch ein wenig Kampfeswillen in ihm drinne. Den löschen wir jetzt aus. Boah, der lebt immer noch. Kollege. Ich habe so das Gefühl, dass die ersten Gegner von jeder Art, die wir treffen, immer mehr aushalten als spätere Kombination. Das würde mich mal interessieren. Es kann aber natürlich auch daran liegen, dass einfach unsere Klingen noch nicht so stark sind, ne? Aber das würde mich mal interessieren, falls jemand da aufgeklärterer ist als ich, ob dem wirklich so ist. Ich stehe falsch. Okay. Da hat er leicht daneben gezwiebelt. Da hätte er mich eigentlich volle Karacho erwischen müssen. Idiot. Oh, Leute. Könnt ihr mal aufhören, hier zwischenrum zu fuhrwerken? So, da einer zu langweilig war, kriegen wir direkt noch zwei hinterher. Aber dafür haben wir hier wenigstens genug Platz zum Ausweichen. Könnte natürlich, wenn man regelmäßig Treffer einkassiert, die armen Schweine hier verwenden, die immer dazwischen laufen. Wobei ich die eigentlich gar nicht töten möchte, aber Kratos visiert die teilweise natürlich auch an, wenn sie in der Nähe sind. So, aber eine Handvoll von... Die rennen einen aber auch hier rein, ne? Leute, ihr müsst aber auch ein bisschen an euer eigenes Wohlergehen denken. Auch wenn ihr wahrscheinlich eine gute Lebensversicherung habt. Aber, wow! Ich glaube, wenn man freiwillig in den Tod rennt, wird das auch im alten Griechenland... Oh, ein paar Orbs. Schön. Wird das auch im alten Griechenland problematisch werden, die abzukassieren. So, Abstand. Oh, ein paar Orbs. Zack. Ja, das ist das Schöne. Wenn man die zwischenfinisht, kann man denen ein paar Orbs aus dem Leib prügeln. Ich bin zu nah. Ich weiß, ja. Das war meine Schuld. Ich war viel zu nah. Da war ich ein bisschen zu gierig. Aua. Nein! Oh, hab das gesehen. Er hat mich gestunt und dann zugeschlagen. Miese. Oh, der hat nicht mehr viel Lebensenergie. Der ist sehr aggressiv gerade. Oh, scheiße. Ich muss aus der Ecke hier raus. Ich sehe die Jungs. Nicht vernünftig. Oh! Ja. Ja, jetzt haben sie mich eingekreist. Ja, keine Chance mehr. Da habt ihr es gesehen. Da haben sie mich eingekreist. Keine Chance mehr. Ich musste dem einen ausweichen, bin nach links ausgewichen. Der andere hat mich gepackt, auf den Boden geschmissen. Ich war gestunt und der andere haut drauf. Teamwork muss ich ihn lassen. Haben sie gut gemacht. War gut getimtes Teamwork, Leute. Das war Mobbing auf unangenehmer Ebene. Ich bin ja gut im Quatsch, ne? Aber nach so 3 Stunden geht die Fähigkeit auch langsam verloren. Ich probiere jetzt mal ein bisschen aggressiver vorzugehen, damit das hier ein bisschen schneller von dann geht. Bei einem ist das ja noch kein Problem. Ich will aber natürlich alle Orbs rausprügeln, die wir rausprügeln können. Zack. Nein! Ah! Schnell! Oh.
Das ist einer der Gründe, warum ich den ersten Teil überhaupt nicht mag, was das Greifen anbelangt. Oh, gar nicht gepolished. Das ist zum Glück in keinem der Teile später so nochmal passiert. Aber ja, man muss sie wirklich direkt greifen. In späteren Teilen benutzt Kratos direkt seine Klinge zum Greifen. Hier muss er aus irgendeinem Grund mit der Hand immer drankommen. Und wenn das Trefferfeedback so im Arsch ist wie jetzt gerade, seht ihr, was draus wird. So, zack, jetzt habe ich ihn erwischt. Das hat uns jetzt ein paar Orbs gekostet, die wir eben nicht rausprügeln konnten. Die Jungs, die halten aber auch viel aus. Das ist eher das Problem. Ah, komm, komm. Zack. Gut, den Scheiß hat er jetzt nicht mehr überlebt. Wow, fuck. Oi, 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 oi. Oh, der hat es eilig. Kleiner Speedygon. Saal ist hier. Ah, shit. Ich beschleunige es jetzt mal ein bisschen für uns. Oh, nein! Nein, ich war in der Combo drin. Oh, Kratos. Scheiße, ich war in der Combo drin. Deswegen konnte ich nicht mehr ausweichen. Da war ich wieder ein bisschen zu gierig, was meine Kombinationsanpassung anbelangt. Oh, shit! Oh, Leute! Wie sie jetzt Zündstoff geben, die beiden, ne? Alter! Was soll ich sagen? Orbs sind Orbs! Und es macht immensen Schaden! Oh Gott! Ja, kommt, Jungs. Ups! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Nein! Oh! Manchmal sind sie aber auch zu schnell, die Ratten. Ups! Ah, weg! So, mit allem sollten wir klarkommen. Ich habe jetzt zwar unsere ganze Magie auf den Kopf gehauen, aber das war jetzt eigentlich auch nur eine Notlösung, um Zeit zu sparen. Wenn wir nochmal gestorben wären, hätte sich das hier... Kratos! Hätte sich das hier gezogen bis zum Gehtnicht. Oh, der lebt noch! Ja, ja, gut. Das Wegschmeißen macht am wenigsten Damage. Solange der alleine unterwegs ist, ist das eher weniger... Gefährlich. Ups. Und tot. Hui. Schöner Einstieg für diese Folge. Sehr, sehr schöner Einstieg. Holen wir uns erstmal unsere wohlverdienten Lorbeeren. Apropos Lorbeeren, Freunde. Haben wir hier was Geheimes? Nee. Wir haben zwar eine geheime Kammer, aber die ist leer. Gähnend leer. Wir können gleich, denke ich mal, unsere Waffen upgraden, unsere Klingen. Die sollten bereit sein für nächstes Upgrade. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, warum ich der festen Überzeugung bin, dass hier irgendwo... Hier war eine Kammer. Ja, sag ich doch. Irgendwie sowas hatte ich ganz dunkel in Erinnerung. Hier haben wir noch eine Secret-Truhe. Ich glaube, hier unten war sonst nichts, ne? Wirklich, mit den Türen konnten wir nichts anfangen. Das haben wir in der letzten Folge schon getestet. Da an der Seite wahrscheinlich ist noch etwas. Hier, ne? Ja, aber auch gähnende Leere. Okay, 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 okay. Dann würde ich sagen, Level-Ups. Ja, Level-Up ist drin, sehr schön. Oh nein, ich power alles gerade in Poseidons Zorn rein. Ach, Idiot. Oh, ich Trottel. Ich habe gerade alles in Poseidons Zorn reingepowert. Ich bin so gewohnt, dass die Spiele immer auf den Chaos-Klingen ist, wenn man Start drückt. Aber ist in dem Falle nicht so. Oh, Leute, 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 Leute. Ja, okay, gut. Meine Güte. Warum leicht?
Wir brauchen keine aufgebauten Chaos-Klingen, wir schaffen das auch ohne. Scheiße. Ja. Einmal Profis bei der Arbeit zusehen, ich weiß. Man kann nicht alles im Leben haben. So, haben wir hier in der Ecke noch irgendwie was versteckt? Ja. Nehme ich mit. Reicht das? 33. Das ist echt übersichtlich, wie viele Orbs man hier im Durchschnitt kriegt aus so einer Truhe. Das ist in den anderen Teilen etwas anders geregelt, aber ist okay. Wir sollten ihn kriegen. Komm mir nicht zu nahe! Ah, eine weitere holde Dame in Not. Renn lieber weg. Bei Kratos bist du leider schnell tot. Wobei Kratos, ist er jetzt auch kein Amokläufer. Ist er jetzt nicht so, als wenn er Leuten was tut, wovon er nichts hat. Ne? Er ist ein Arsch, aber ein Amokläufer ist er jetzt, zumindest was zwischenmenschlich anbelangt, jetzt nicht unbedingt. Legen wir uns das jetzt einfach mal so zurecht. So, blaue Orbs nehme ich mit. Vasen mache ich kaputt. Vasen sind überbewertet, wortwörtlich. Vor allem die sind jetzt überbewertet in ihrem Preis, weil sie kaputt sind. Ja, und hier sehen wir der Marktplatz, der wurde schon vor längerer Zeit gestürmt. Hinfort! Bleib mir verbleib! Ist sowieso nicht das Klügste von der jungen Dame, jetzt hier draußen rumzurennen bei dem Krieg, der hier tobt. Da fragt man sich, wie sie es überhaupt so lange überlebt hat. So, grüne Orbs nehmen wir mit. Muss aufpassen, hier gibt es auch wieder vier Secret-Bereiche. Hier ist, glaube ich, eine Secret-Ecke. Mach kaputt da, ja. Hier haben wir eine kleine Secret-Kammer. Hier sollten genug Orbs sein, um unsere Waffe jetzt fertig zu leveln, oder? Gab's hier Gegner? Ach komm, gab's doch sicher Gegner, Leute. Keine Gegner, okay. Und wir brauchen nichts. Ich öffne die Truhe aber trotzdem mal. Nicht, dass ein Gegner hier vorbeikommt und sich die Orbs schnappt und sie dann gegen uns verwendet. Truhen sind zum Öffnen da. So, gib mir Orbs. Ich brauche Orbs. Dankeschön. Was das hier? Ich dachte, die Kammer wäre profitabler. Aber das scheint es gewesen zu sein an Profitabilität. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Sonst wurschest du den eintragen, bitte. Oh, 88 Orbs. Gib mir Orbs. Geh weg! Ich muss sie aber leider lang, meine Liebe. Tut mir leid. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Taten. Monster! Warte! Hinfort! Geh weg von mir! Ja, Kratos, dein Ruf ist nicht gerade der günstigste. Dann wirst du, denke ich mal, deinen Teil dazu auch beigetragen haben. Bleib weg! Komm nicht näher! Bleib weg! Ah! Ich wollte da nur vorbei. Mehr wollt ihr eigentlich nicht. Ja, der gute Mann. Alleine nur durch sein schieres Auftreten richtet er so einen Schaden an. Wisst ihr Bescheid, Leute, wisst ihr Bescheid. Gut, dann speichere ich mal. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Und holen uns hier noch eine weitere Kiste. Ich will jetzt endlich meine scheiß Klinge auf Max haben. Ach, was soll ich mit so einer blöden Phönixfeder? Ich will Orbs haben. So, da drüben ist eine Luke. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Die letzte Tat der guten Dame wird sein, uns bei dieser Problematik zu helfen. Schlüssel aus ihrer Tasche nehmen. Sie nehmen den Schlüssel. Tut mir leid. So, jetzt geht's wieder nach oben. Ganzen Weg nochmal hochlaufen. Habe ich da unten wirklich alle Secrets? Ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ein Gegner. Mit Schildern. Und auch hier, beste Taktik, die Schilder loszuwerden. Der schwere Finisher, natürlich in einer Zweier-Leichtkombination. Und dann haben wir wieder die typisch standardisierten Söldner mit ihren Rüstungen. Mit der typischen dummen Konterattacke. Die dann ja mittlerweile eher Standard für uns sind. Mittlerweile funktioniert das ja dann doch ein wenig
besser. Wobei ich immer noch gerne mal Konter hätte für solche Kisten. Das ist ja kein Problem. Mittlerweile bin ich auch wieder ein bisschen warm geworden mit deren Timing. Und Feierabend. Gut. Vorbei an den Arm. Oh nein! Medusen! Leckt mich, Leute. Ich habe keinen Bock, mich mit euch groß zu zanken. Schön im Zweier-Duo erwischen. Oh shit! Oh shit! Da habe ich nicht mit gerechnet. Ah, kannst du knicken, Fräulein. Feierabend. Aua! Hat er mich gepiekst? Das Tutorial kommt aber früh. Ja, ich glaube, mit den Schildern können die kontern. So. Können sie ja mal gucken, wie sie kontern, wenn sie in der Luft rumfleddern und splattern. Ich feiere ja wirklich den. Ganz ehrlich, ich mag auch den Endfinisher der leichten Combo, wenn die so wegfetzen. Aber er ist so gefährlich, das ist das Problem. Er ist so gefährlich, weil der auch sehr leicht zu kontern ist. Weil es einfach kein flächendeckender Damage ist, sondern eine direkte Attacke, wie ihr gerade seht. Oh, Nachzügler. Na, wir wollen doch hier niemanden ignorieren. Hier soll ja jeder Gegner sich gehasst fühlen wie der andere hier. Oh, keine Unterschiede hier machen. Wo sind wir denn hier? Wir sind im Jahr 2021. Da sind alle Gegner gleich. Vor Kratos gesetzt. So. Damit mache ich mich jetzt nicht lustig, dass alle Menschen gleich sind. Das ist einfach, ne? Ich labere, um das Video zu füllen. Bevor das Leute falsch verstehen. In der heutigen Zeit des Internets muss man echt aufpassen, was man sagt. Es ist traurig, aber es ist so. Ja, ja, schießt die mal. Ihr macht das schon. Ist hier, hat sich hier jetzt vielleicht irgendwas nochmal verändert? Ja, jetzt sind Gegner hier. Aber das bedeutet wenigstens ein paar mehr Orbs. Ich hatte nämlich in Erinnerung, dass hier... Aua, dass hier Gegner sind. Ach, weißt du was? Warum mache ich es mir denn so schwer? Hier, fang deinen Kollegen. Oh, du Sau. Ich habe deinen Kollegen zu dir geworfen. Du hättest ihn retten können. Du hättest sein Leben retten können, du Arsch. Stattdessen holst du ein komisches goldenes Schild raus, um einen auf Prestige-Kapitalist zu machen. Und lässt deinen Kollegen dafür eiskalt sterben, du Penner. Oh. Ja, stimmt. Die mit den Schildern kann man auch einfach finishern. Die sind nicht so hart wie die komplett gerüsteten, obwohl sie vom Design ähnlich aussehen. Ah. Die werden so ein wenig behandelt wie die Bogenschützen. Vom Damage-Verhalten her. Okay. Komm, jetzt aber. Komm, jetzt kriegen wir die Chaos-Klingen voll. Ja, danke. Auf wirklich achten, dass ich die Chaos-Klingen habe. So, Zyklon des Chaos. Zyklon des Chaos in der Luft. Geist des Herkules, Mut des Herkules und Hades Rache. In Hades Umkehr. Parieren-Pose, da ist sie. Ich glaube, das müsste sie sein. Die Parade. Und das hier ist meine Wirbelattacke, die ich die ganze Zeit vermisst habe. Ich liebe sie. Eine meiner Lieblingsattacken aus dem Repertoire vom guten alten Kratos. Auch wenn ich sie in Teil 1, also die Variation in Teil 1 am unproduktivsten finde, weil Kratos sich dabei so hart bewegt. Da sind die Varianten in den späteren Teilen von diesem Angriff angenehmer und besser. Oh, Entschuldigung. Und besser zu handeln. Er schießt, Jungs. Toll habt ihr das gemacht. So. Ich kann jetzt auch mal eben die anderen Kombis zeigen, wenn ich darf. So, jetzt haben wir nämlich die Dreierschlag-Kombo frei. Das ist nämlich die hier. Bam! Das ist die Herkules-Attacke. Immensen Schaden, aber ihr habt es gesehen. Ganz, ganz viele Lücken, wo man euch unterbrechen könnte. So. Und dann sollten wir den Markt auch abgeschlossen haben. So, einmal durchspeichern, wie es sich gehört. Und rüber hier. Und das alles nur, um diese blöde Luke hier zu öffnen. Oh Gott, das Schwerste in dem Spiel, Luken zu öffnen! Ah! Gott. Ich lasse euch jetzt einfach den epischen Moment. Ach, die Mucke, das ist wunderschön. Ja, ich würde sagen, da kommen wir nicht weiter.
probieren wir hier unser Glück. Oh Gott, die R2-Taste ist nicht zum Smashen gedacht. Zumindest nicht auf dem PS4-Controller. Haben sie zum Glück in späteren Teilen auch geändert. Ist ihnen dann auch aufgefallen. Das Spiel ist halt ursprünglich für die PS2 rausgekommen. So, erstmal hier alles platt machen. Die Dächer von Athen. Ja, hier wird jetzt viel geklettert. Und ihr wisst, was Klettern bedeutet. Bewegungsfreiheit. Bewegungseinschränkungen. Niedrige Bewegungsfreiheit beim Kämpfen. Und die Schlacht tobt. Ja. Hier wird mir nur erklärt, dass ich auch von Wänden abspringen kann. Und da hinten tobt da der Kriegsgott. Mittlerweile ist er vom Schlachtfeld runter. Im Stadtinnere. Ins Stadtinnere. Grammatikalisch besser. Und wir brauchen Aufheilung. Aufheilung. Beheilung. Magie. Oh, das sieht unangenehm aus. Seht schon, hier wurde gesplattert an der Wand. Das sieht nach neuen Gegnern aus. Boah, die Jungs, die können nervig sein. Die können richtig nervig sein. Was macht er denn da für Palaber? Wir müssen eigentlich im Endeffekt nur aufpassen, dass uns keiner von denen ins Kreuz jagt. Und dann können wir die ganze Zeit... Wenn Kratos es vernünftig macht, in so einer Dauerkette halten. Aber das klappt natürlich nicht, genau, wenn das passiert. Und das Problem in Teil 1 ist, dass die Reaktionszeit zu knapp ist. Ihr könnt euch ja gerne mal einen Namen für die Viecher überlegen. Ich habe da noch keine Definition, was die Teile darstellen sollen, wenn ich ehrlich bin. Zack. So, wir töten zwei. Drei kommen wieder. Ihr kennt das Schauspiel. Oh, shit. Boah, den habe ich nicht gesehen. Nein. Ich kann hier nicht arbeiten, wenn der Typ da hinten... Die Schießer, die müssen erstmal weg. Kann ich hier runter, ohne dass ich einen gewischt kriege? Das wäre super. Ah, ich bin vorsichtig. Ja, und ich habe gesehen, da drüben ist schon wieder einer. Ein Bogenschütze. Oh nein! Das war mein Fehler. Ich habe gegriffen. Das war wieder einer der, den man nicht greifen kann. Einer von den schwereren Soldaten. Das war mein Fehler, aber ist okay. Ich bin darauf vorbereitet, dass diese Kavallerie da jetzt um die Ecke kommt. Ist kein Problem. So, eben alles aufladen. Die Sachen wieder zersmashen. Cutscene können wir überspringen. Und dann jetzt aber richtig. Bisschen in den Angriff können wir... Ach, gehen. Zack. Timing nicht versauen. Blocken. Sehr schön. Da konnte ich jetzt nicht blocken. Na, kommt. Hier ist es schwer, bei dem Chaos nicht zu übersehen. Ihr seht das gerade. Ich kann natürlich nicht meine Kette anfangen, wenn von hinten einer die ganze Zeit darauf wartet, hochzukommen. Oh, nein! Oh, der Idiot! Dieser Scheißidiot von Söldner, der dazwischen funkt. Abstand, Freunde. Abstand. Und du stirbst. Ernsthaft? Ernsthaft? Wo? Ich hab den doch gerade getötet. Da ist wieder einer nachgespawnt. Oh, ich hasse diese Ecke. Ich hasse diese Ecke. Wenn du hier kaum Zeit hast zu reagieren. Es ist wieder Chaos, Suchtszenen. Aber wir kriegen das hin. Es ist nicht unmachbar. Es ist nicht unmachbar, das sollten wir hinbekommen. Wir schaffen das, Leute. Ich denk an uns und ich glaube an uns. Denkt ihr auch an uns? Finde ich gut. Na, lassen wir sie erstmal alle flippen. Ich höre schon. Das Schöne ist, dass die hier nicht so viel aushalten. Das ist einer der Vor... Nein! Oh, ich hasse es.
Kratos war jetzt der Überzeugung, dass der hinter ihm wichtiger ist zum Greifen als der über ihm. Ja, es ist so ein Chaos, dass die sich selber in den Rücken fallen. Ihr Pech, mein Glück. Oh, du bist keiner von denen. Einfach weil ihr nervt. Komm her. Komm her. Spawn schneller. Spawn schneller. Sehr schön. So, scheiß Bogenschützen, die müssen weg. Ich hoffe, da spawnen jetzt nicht noch welche nach. Ja, da haben wir den Konter. Hab das gerade gesehen. Richtiges Timing. Und dann kann ich einen Schlag, der, glaube ich, auch nicht unterbrechbar ist, einen Konter reinhauen. Aber auch da beim Konter müssen wir natürlich aufpassen, ne? Können wir auch nicht wahllos jeden Konter reinkloppen. Komm, hau mich mal. Ich will den Leuten nochmal den Konter zeigen. Ist im Endeffekt der leichte Finisher. Zack. Da habt ihr das gesehen. Macht Damage, aber wirft die Kollegen jetzt natürlich nicht aus der Bahn, weil sie dabei nicht gestunt wurden. Aber das soll mir egal sein. So. Das war's aber noch nicht. Ich weiß noch, das war nicht der schwierige Teil hier in diesem Bereich. Oh, hier ist noch ein Secret. Das nehme ich doch an mich. Gorgonenauge. Es wird langsam mit unserer Gorgonenaugensammlung. Es wird langsam. Wobei wir ein paar mehr Phönixfedern eigentlich bräuchten. Wenn ich ehrlich bin. Ah, die Kiste lasse ich erstmal Kiste sein, denn hier oben wartet auch noch Ärger auf uns. Dann daddeldam. Daddeldam. Hier ist der unangenehme Ärger jetzt. Ich glaube, ich werde hier gleich auch das erste Mal den Dingens verwenden. Aua! Och. Oh, das war unnötig, weil er nicht geblockt hat. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich habe geblockt. Ich habe geblockt und er hat es nicht übernommen. Das ärgert mich jetzt, weil jetzt haben wir die komplette Ladung abgekriegt. Oh, das ist ärgerlich gewesen. Da oben werde ich auf jeden Fall, glaube ich, gleich das erste Mal die Rage verwenden. Oh Leute, das war unfair. Das war unfair. Dafür kriegt ihr jetzt auf die Schnauze. Alter! Das gibt's doch nicht. Ihr nervigen Drecksviecher. Jetzt rege ich mich zwar auf, aber ich darf trotzdem nicht übermütig werden, nur weil ich sauer bin. Es bleibt Cheating, ihr Penner. Och, Kratos, Mann. Polishment. Das meine ich eben bei solchen Sachen, das scheiß Polishment in Teil 1. Weg. Weg. Locken. Naja, die können da hinten Party machen. Hauptsache. Den hier erstmal weg. Und da lebt noch einer. Wieso lebt er noch? Der ist wahrscheinlich nachgespawnt. Lass mich in Ruhe. Lass mich erst den killen. So, jetzt können wir tanzen. Weg mit dir. Hauptsache, wir haben die komischen Bodensurfer da los. Der Rest ist mir egal. Der Rest ist kein Problem mehr. So, aufpassen, da drüben ist jetzt gleich... Ja, genau dich meine ich. So, Konter. Ihr seht's jetzt. Jetzt, wo ich den Konter habe, kann ich auch ein bisschen aggressiver spielen. Ja, schieß! Aua. So, hier. Pushe mit deinem Bro. Hoch da. Weg mit dir. Dun, 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 dun. Ihr zieht den Part gerade ein bisschen in die Länge, Leute. Bevor wir hier unten jetzt anfangen, alles kaputt zu machen und wieder sterben, gehe ich jetzt erstmal direkt hoch. Lass es sein, Kollege. So, und jetzt aufgepasst. Ja, wir haben dafür jetzt wenigstens noch hiervon alles. Greif ihn dir. Sehr schön. Ja, das ist noch nicht das Problem, weswegen ich mir wegen der Stelle hier Sorgen mache. Ihr seht es da hinten schon. Oh nein! Das soll es auch noch nicht gewesen sein. Weg.
Den greife ich mir und jetzt, der muss schnell sterben, der muss schnell... Boah, da habe ich Schwein gehabt, dass der mich zur Seite... Ja, das ist einer der miesen Kombinationen im Spiel, der ich nicht oft begegnen möchte. Weil der eine ist auf Blocken ausgelegt und der andere Gegner ist auf Ausweichen ausgelegt. Nicht toll. So, zack. Jetzt haben wir ihn. Ich glaube, das soll es noch nicht gewesen sein. Da kommt gleich noch was hinterher, oder? Sonst habe ich die Stelle schwerer in Erinnerung, als sie war. Weg mit dir. War's das? Nee, ich wusste es. Ah! Keine Ahnung, warum das jetzt gerade kein Damage gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er mich nur umgerobbt hat und mich wirklich angegriffen hat. Das ist kein Problem. Das Schöne an der Attacke ist, dass sie eine Zeit lang braucht und ich immer dagegen reagieren kann. So, zack. Zack und Feierabend. Auch schön, dass ich mit euch drüber reden durfte. Okay, okay. Dann hatte ich die Stelle als problematischer in Erinnerung, als sie jetzt schlussendlich war. Wir lassen uns von der Musik im Hintergrund feiern. Und dann können wir jetzt erstmal hier Orbs einsammeln und Sachen zerstören. Dann wird die Folge jetzt halt mal ein Ticken längerer. Das kann hier und da sowieso später bei Bossen mal passieren. Hier... Ja, hier war, glaube ich, ein Secret. Oh, wir haben endlich Phönix-Federsammlung mal eine fertig. Ein Set komplettiert. Damit haben wir die Magie. Und rote Orbs. Rote, rote Orbs. La la la. Gibt's hier irgendetwas kaputt zu machen? Nein. Okay. Gut. Dann soll es das hier oben gewesen sein. Dann holen wir uns unten noch die Secret-Kiste. Da unten war ja noch ein Gorgonauge, wenn ich mich recht entsinne. Hier ist da alles kaputt, ne? Hier haben wir noch eine Palette, die wir zerstören können. Aber ja, das sieht danach aus, als wenn hier alles zerschmettert wurde. Doch, wir kommen momentan besser durch, als ich zu Beginn gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Naja, so viel zu weg hier. Lief nicht so super für euch, Jungs. Das tut mir leid. Das nächste Mal vielleicht nicht so viel rumbölken. Dann sieht euch Ares auch nicht. Ba-ba-da-dam, ba-ba-da-dam. So, ich werde jetzt zum nächsten Save Point spielen. Deswegen wird es jetzt ein bisschen dauern. Ein bisschen länger gehen, die Folge. Ja, ich denke mal, da habt ihr weniger Probleme mit. Ah, wo ich Probleme mit habe, ist diese Scheißstelle. Wir müssen aufpassen, dass uns die blöden Bogenschützen da hinten nicht beim Klettern erwischen, sonst fallen wir hier sofort runter. Und das will ja keiner. Wer will das schon? So, dich mache ich auf. Ich glaube, hier hinter wäre... Genau, hier ist der Seitenbereich. Oh, fuck, fuck, fuck. Unsere Kriecherfreunde sind wieder da. Ja. Ins Kreuz, du Arsch. Soll mir egal sein. Den leichten Damage nehme ich gerne in Kauf. Solange ich es nur mit einem von euch hier zu tun habe. Denn dadurch, dass das hier so beengt ist, können wir schön spammen. Ne? Spam, da seid ihr auch super, ihr Bogenheinis. Der lebt noch. Wieso lebt der Arsch noch? So, jetzt sollten wir aber auch weiter klettern können, jetzt wo die alle tot sind. Alle tot, habe ich gesagt. Da zählst du auch mit zu. Ich weiß nicht, ob hier ein Secret gab. Ich glaub aber nicht, glaub aber nicht, glaub aber nicht, glaub aber nicht. So, zack. Runter. Und rüber. Ach, das Sprungverhalten, das war hier, um es grob klötzlich zu sagen, gewinnungsbedürftig war es das. Deswegen hoffen wir mal, dass ich hier nicht runterfalle.
Also der Sprung hätte natürlich nicht funktioniert, wenn die blöden Bogenheinis da drüben noch existiert hätten. Aber wir konnten ihm vorgreifen. Orbs, Leute. Durchatmen, Leute. Orbs und durchatmen. Und da drüben ist mein erwarteter Safe. Gut, sehr schön. Dann nehmen wir hier noch Lebensenergie mit. Und, oh, guckt euch das an. Oh, Vasen. Zerstörungswut. Freien Lauf lassen. Orbs, ganz viele Orbs. Ganz viele, ganz, ganz viele Orbs. Alle meine Orbs. Alle meine. So. Aber hier hinten noch. Noch mehr Orbs. Nehme ich alle mit. Gehören alle mir, die Orbs. So. Aber dann würde ich sagen, mit dieser Zerstörungswut belassen wir es dann auch erstmal für heute. Mein Magen knurrt. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit God of War. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Habt so viel Freude wie ich an diesem Projekt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Euer Wushes.